meine Damen und Herren. Und damit wollen wir fortsetzen mit der Elektrostatik. Wir haben uns gestern ausgehend von dem experimentellen Befund, nämlich dem Coulomb-Gesetz, innerhalb einer Vorlesungsstunde bereits eine der vier Maxwell-Gleichungen hergeleitet, und zwar die Gleichung Divergenz E ist gleich Rho durch Epsilon 0. Und wir haben auch dazu die entsprechende physikalisch anschauliche Bedeutung besprochen. Unter der Divergenz verstehen wir also einmal einen bestimmten Differentialoperator, den Sie jetzt schon kennen, und die anschauliche Bedeutung dieses Differentialoperators ist, sie gibt an die Quelldichte. Also wenn man ein kleines Volumen in dem Feld betrachtet, kann man sich anschauen, wie groß ist der Fluss dieses elektrischen Feldes aus dem Volumen heraus, durch die Oberfläche dieses Volumens hindurch, nach außen. Und dieser Fluss pro Volumenseinheit, also dividiert durch dieses kleine Volumen, durch den Volumeninhalt dieses Volumens, das ist die Quelldichte, das ist die Divergenz. Und damit kriegt diese Gleichung eine äußerst anschauliche Bedeutung, dass die Quelldichte des elektrischen Feldes bis auf den Faktor Epsilon 0, die einer universellen Konstante, gleich ist der Ladungsdichte in dem betrachteten Raum. Sodass also Ladungen und elektrische Felder in einem sehr innigen Verhältnis zueinander stehen. Ladungen sind die Quellen des elektrischen Feldes. Jetzt werden Sie sich denken, naja, damit haben wir schon sehr viel, denn bei den magnetischen Vorgängen ist es dann so, dass die Pole die Quellen des magnetischen Feldes sind. Nein, nein. Dort schaut die Geschichte wesentlich anders aus. Dort gibt es nämlich gar keine Quellen. Nach allem, was wir wissen, ist das magnetische Feld quellfrei. Also freuen wir uns darüber, dass wir hier wenigstens einmal ein Feld hat, was auch wirklich Quellen hat. Das elektrische Feld hat Quellen, die Quellen des elektrischen Feldes sind die elektrischen Ladungen. Also das ist jetzt einmal unser Kenntnisstand. Wenn man jetzt weitergehen möchte, ist es wichtig, dass man diese Gleichung auch lösen kann. Dass man bei vorgegebenen Ladungsdichteverteilungen die zugehörigen elektrischen Felder berechnen kann, sodass man das dann auch mit entsprechenden experimentellen Befunden vergleichen kann, dass man damit arbeiten kann. Ja, dazu aber ist es sinnvoll, dass man dieses elektrische Feld noch auf ein Potential zurückführt. Und damit wir das machen können, ist es sinnvoll, jetzt einmal als nächstes über die potenzielle Energie zu sprechen. Sie kennen die potenzielle Energie schon aus dem Wintersemester, da haben wir ausführlich darüber gesprochen. Und da werden wir also jetzt darüber sprechen, was ist die potenzielle Energie einer Probeladung in einem elektrischen Feld. Diese Probeladungen haben wir gestern immer mit klein q bezeichnet, das setzen wir jetzt so fort. Da werden Sie natürlich jetzt gleich einwenden, ja Moment, wissen wir denn überhaupt, ob das elektrische Feld ein konservatives Feld ist? Denn schon bei den Kräften war es so, dass wir die potenzielle Energie nur dann sinnvoll einführen konnten, wenn wir uns auf ein konservatives Kraftfeld bezogen haben. Für nicht konservative Kräfte ist die Einführung einer potenziellen Energie
nicht möglich. Naja, und es ist so, dass im Allgemeinen, und das werden wir erst etwas später in diesem Semester sehen, elektrische Felder gar keine konservativen Kraftfelder sind. Aber in der Elektrostatik, deshalb ist es gut, wenn man damit beginnt, in der Elektrostatik sind die elektrischen Felder konservativ und man kann ein elektrisches Potenzial und eine potenzielle Energie einer Probeladung einführen. Das werden Sie gleich sehen, wenn wir das dann anhand einer Punktladung konkret durchführen. Zunächst aber möchte ich es allgemein aufschreiben. Also es gilt jedenfalls für konservatives elektrisches Feld. Wenn wir zeitabhängige Felder betrachten werden, das ist dann wichtig, wenn es um Induktionsvorgänge geht. Das haben Sie sicher schon in Ihrer Physikausbildung in der Schule einmal gehört. Die Induktion, die elektromagnetische Induktion, dort treten elektrische Felder auf, die nicht konservativ sind. Jetzt hier sprechen wir über konservative elektrische Felder. Und für so konservative elektrische Felder können wir also die potenzielle Energie ausrechnen. Und zwar so, wie wir es ja schon von der Mechanik her kennen, die potenzielle Energie an einem bestimmten Punkt P in diesem elektrischen Feld ist genauso wie in der Mechanik, erinnern Sie sich, das haben wir damals sehr ausführlich besprochen und das kommt uns jetzt zugute, dass Sie das schon einmal gehört haben. Diese potenzielle Energie ist nichts anderes als die Arbeit, die verrichtet werden kann, potenziell, wenn sich der Körper, in dem Fall die Probeladung Q, von dort, wo er gerade ist, an Punkt P, zu einem fest gewählten Bezugspunkt P0 hinbewegt. Ja? Denken Sie gut mit. Ich weiß aus Erfahrung, leider Gottes, es ist immer wieder dasselbe, dass die potenzielle Energie immer ein Stolperstein ist. Als ob das so kompliziert wäre. Dabei ist es nicht kompliziert, wenn man sich's einmal klar macht. Die potenzielle Energie eines Körpers in einem Kraftfeld, bezogen auf irgendeinen festgelegten Bezugspunkt P0, das muss man natürlich wählen, am Boden irgendwo unten oder was Gott, irgendeinen Punkt halt, auch im Unendlichen kann das sein, werden wir dann machen. Die potenzielle Energie eines Körpers in einem Kraftfeld ist die Arbeit, die verrichtet werden kann, wenn dieser Körper von dort, wo er ist, sich zu dem Bezugspunkt hinbewegt. Wenn der Skifahrer also von der Bergstation oben, wo es schön sonnig und bergig ist, mit den Skien hinunterfährt bis zur Talstation, wo der Bezugspunkt ist, dann hat er bezüglich dieses Bezugspunktes oben am Berg eine positive potenzielle Energie, die er dann auch eben umsetzen kann, wenn er wirklich hinunterfährt. Aber er kann ja auch oben bleiben, wenn es ihm oben gut gefällt. Und daher potenziell. Die Arbeit, die verrichtet werden kann, wenn der Körper von dort, wo er ist, am Punkt P, sich zu dem fest vorgegebenen Bezugspunkt P0 hinbewegt. Haben das alle von Ihnen gut verstanden? Den Arbeitsbegriff muss man kennen. Na gut, das wissen Sie inzwischen. Integral FdR. Gut, keiner rührt sich und schreit, nein, ich weiß es nicht, was Sie meinen. Oder doch? Gut. Na dann können wir das sehr leicht hinschreiben. Das ist also die Arbeit, Integral FdR, die verrichtet wird dann, wenn der Punkt sich diese Ladung von dem Punkt, wo er gerade ist, hinbewegt zum Bezugspunkt P0. Oder, wie man es dann halt oft auch schreibt, wenn man die zwei
Grenzen vertauscht, also in der Gegenrichtung geht, handelt man sich natürlich ein Minus ein und dann hat man Integral von T0 bis P fdr. Und das erlaubt dann auch die einfache Interpretation, die häufig verwendet wird, dass man eben sagt, die potenzielle Energie des Körpers an einer Stelle P ist die Arbeit, die verrichtet werden musste, jetzt muss man in der Vergangenheit sprechen, um von dem Bezugspunkt P0 den Körper mit einer Gegenkraft minus F zu dem Punkt P hinzubringen. Begrifflich ist es ein bisschen umständlicher, weil da muss von irgendwo eine Gegenkraft herkommen. Aber letztlich ist es eine identische Umformung. Ja? Also das müssen Sie jetzt wirklich schön verinnerlicht haben. Sonst sind Sie dann die ganze Geschichte mit dem elektrischen Potenzial und auch mit der Spannung schleierhaft. Und das wäre doch schade, wenn einem solche wichtigen Punkte schon am Anfang schleierhaft sind. Zumindest am Anfang muss man die wichtigsten Dinge alle verstehen, sonst schwimmt man ja herum und das wollen Sie doch nicht. Also das ist die potenzielle Energie in einem elektrischen Feld. Wobei, also das P0 der Bezugspunkt ist und den kann man an verschiedenen Stellen wählen. Wir werden oft ihn im Unendlichen wählen. Und Sie werden dann auch sehen, warum. Werden wir gleich besprechen. Nun, damit wir jetzt einmal sehen, ob das überhaupt realistisch ist, ob man das überhaupt kann, ob das ja überhaupt ein konservatives Feld ist, denn sonst können wir es ja gleich wieder vergessen. Schauen wir an, das, was wir haben. So viel haben wir ja noch nicht. Alles, was wir eigentlich bis jetzt kennen, sind Punktladungen anschauen. Immer wieder die Erfahrung aus dem Coulombschen Gesetz. Nicht? Also versuchen wir das halt wieder, indem wir halt da das jetzt ausrechnen für das Feld einer Punktladung, felderzeugenden Ladung groß Q. Na, das ist, da ist das groß Q und rundherum gehen da so diese Feldlinien weg und die Feldstärkevektoren gehen so radial nach außen, wenn die Ladung Q positiv ist und gehen alle nach innen, wenn die Ladung Q negativ ist. Eine positive Ladung ist eine Quelle des elektrischen Feldes, eine negative Ladung eine negative Quelle und das ist eine Senke. Naja, das ist ja durchaus logisch. Also wie schaut das aus? In dem Fall kriegen wir also V von P und jetzt setzen wir da gleich ein. Dann haben wir also den Ausdruck nehmen wir her, minus Integral und jetzt integrieren wir gleich auch über den Radialabstand. Und zwar wollen wir jetzt als Bezugspunkt gleich den Punkt im Unendlichen nehmen. Das wird Sie wundern. Sie werden sich denken, warum nimmt man nicht das Einfachste, die felderzeugende Ladung Q selbst? Die ist da schön in der Mitte drin, da ist ein Bezugspunkt und auf den bezieht man alles andere. Aber das ist nicht so schlau, denn da kommt ja dann in dem Ausdruck für die Potenzial, für die Kraft ein 1 durch R² vor. Und in der felderzeugenden Ladung selbst an dem Punkt ist R gleich 0. Und 1 durch R² ist dann gar nicht definiert. Also wir werden doch nicht unseren Bezugspunkt ausgerechnet dorthin legen, wo unser Feld überhaupt gar nicht definiert ist. Also woanders, wo er zumindest definiert ist, muss es doch sein, sonst kann man gar nicht gescheit dann dieses Integral ausrechnen. Naja, und dann kann man nur sagen, irgendein Punkt, irgendwo. Das ist aber so willkürlich. Und die andere Sache, die eher wieder allgemein ist, ist unendlich weit weg. Also an einer Stelle so weit weg, dass das Feld dort keine Rolle mehr spielt. Und dort soll dann der Bezugspunkt sein, und das ist gar nicht so schlecht, denn Sie wissen ja auch, an der Stelle des Bezugspunktes ist die potenzielle Energie natürlich null.
Wenn der Skifahrer unten beim Lift wieder steht, das ist der Bezugspunkt, hat er auch keine potenzielle Energie mehr, dann hat er schon alles verbraucht. Also das ist gar nicht schlecht. Weit weg, wo das Feld ohne Bedeutung ist, ist auch die potenzielle Energie dann null. Also wir können durchaus jetzt sinnvoll davon ausgehen, wir wählen hier den unendlich fernen Punkt als Bezugspunkt. Na, dann geht das Integral von unendlich, ein uneigentliches Integral, bis P. Na, und P, das ist jetzt ein Punkt, der sich halt im Abstand groß R von der felderzeugenden Ladung befindet. Also der Punkt P liegt im Abstand groß R von der felderzeugenden Ladung Q und wir betrachten die potenzielle Energie in diesem Feld. Also minus Integral von unendlich bis R. Und für F setzen wir jetzt natürlich ein die Feldstärke, die sich da rund um diese felderzeugende Ladung ergibt. Und das ist 1 durch 4 Pi Epsilon 0 vom Coulombschen Gesetz. Und dann haben wir also Groß Q mal Klein Q durch R Quadrat. Mal integrieren über dr. Das ist also hier diese Berechnung dieser potenziellen Energie. Naja, und was kommt da heraus? R hoch minus 2, alles andere ist konstant. Das 4 Pi Epsilon 0 ist eine Konstante, das Q mal Q ist eine Konstante. Wir haben eine bestimmte felderzeugende Ladung Q und wir betrachten eine bestimmte Probeladung klein Q. Den ganzen Faktor könnte man sich gleich vor das Integralgesetz denken. Es bleibt ein Integral dr durch r Quadrat. R hoch minus 2 integriert gibt R hoch minus 1 durch minus 1, also minus 1 durch R. Und wenn man das jetzt gleich in den Grenzen da anschaut, haben wir also den Faktor zuerst 4 Pi Epsilon 0 groß Q mal klein Q. Und jetzt haben wir da so ein 1 durch R in den Grenzen von unendlich und R. Da haben wir also minus 1 durch R minus 1 durch unendlich, bleibt ein minus 1 durch R stehen und mit dem Minus wird es ein plus 1 durch R und das bleibt als die potenzielle Energie im Abstand R übrig. Also es kommt wirklich eine sinnvolle Größe heraus, dieses elektrische Feld in der Umgebung dieser felderzeugenden Punktladung groß Q hat tatsächlich eine potenzielle Energie und die lautet groß Q mal klein Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal 1 durch R. Das ist also die potenzielle Energie der Probeladung Q im Feld der felderzeugenden Ladung groß Q im Abstand R und der Bezugspunkt im Unendlichen. Ich zeichne das hier auch noch auf. Da haben wir die Groß-Q, da haben wir Klein-Q. Rund um dieses Groß-Q haben wir hier ein solches elektrisches Feld. Hier wirkt auf diese Probeladung Q eine Kraft F zum Beispiel da noch außen, wenn es eine positive Ladung ist und dann die felderzeugende Ladung auch positiv ist und die potenzielle Energie in diesem Abstand R von der felderzeugenden Punktladung Q ist gleich QQ durch 4 Pi Epsilon 0 R. Wenn man ins Unendliche geht, dann geht R gegen unendlich und da geht wirklich diese potenzielle Energie gegen Null und das entspricht wiederum dem, was wir gerade gesagt haben, dass nämlich der Bezugspunkt sich im Unendlichen befindet, denn beim Bezugspunkt ist die potenzielle Energie gleich Null. Verständlich?
Und da sind sie jetzt am Ende ausgestiegen. Das war eine total einfache Rechnung. Wir haben da ein 1 durch r Quadrat integriert und daher ist da minus 1 durch r herausgekommen. Und dann haben wir den Hauptsatz der Integralrechnung angewendet, die Stammfunktion an der oberen Grenze minus der Stammfunktion an der unteren Grenze und das ist das Ergebnis. Sonst nichts. Also das haben wir jetzt einmal ausgerechnet. Sie können sich es auch hier anschaulich als Feld im Raum tatsächlich gut vorstellen. Aber damit Sie sich es auch noch zusätzlich gut vorstellen, was ist denn da jetzt passiert? Hat das einer geschossen oder ist das von wo dahergekommen? Das interessiert mich wirklich. Was ist das? Ein Flieger. Den halte ich mir jetzt. Na, das ist ja lustig. Gut, ne? Mein Blickwinkel gesehen, da ist jetzt was dahergekommen, nicht? Na gut. So, jetzt wollen wir uns anschauen, wie schaut denn diese potenzielle, jetzt kommen wir wieder runter, jetzt ist der Flieger ist gelandet. Wie schaut jetzt die potenzielle Energie aus als Funktion von R? Also, Diagramme. Ein Diagramm sagt mehr als 1000 Worte. Das sage ich Ihnen gleich so nebenbei, wenn Sie eine Publikation schreiben. Sie können Ihre Ergebnisse in langen Tabellen angeben. Sie können viel darüber schreiben und reden. Aber am besten können Sie es hinüberbringen, wenn Sie es in einem geschickt gewählten Diagramm zeigen. Ein Blick und Sie wissen, was los ist. Also Diagramme sind das Um und Auf. Und auch hier, wenn man sich wirklich gut vorstellen möchte, worum es geht. Schauen wir uns einmal den Fall gleichnamiger Ladungen an. Bei gleichnamigen Ladungen, das ist der Fall, den ich hier auch aufgezeichnet habe, da gibt es eine abstoßende Kraft, nicht? Das haben wir auch gesehen vorgestern, nicht? Bei den Anziehenden ist es nicht so gut gegangen. Eine abstoßende Kraft und dementsprechend werden wir gleich anschauen, wie da die potenzielle Energie ausschaut. Tragen wir dieses V, habe ich es jetzt von T, na schon gar nichts, nur V. Tragen wir das V, die potenzielle Energie, auf gegen den Abstand groß R, in dem man sich befindet, von der felderzeugenden Ladung. Naja, gleichnamige Ladungen, entweder beide positiv oder beide negativ, jedenfalls wird das Produkt hier positiv sein, weil Minus mal Minus auch Plus ist. Das heißt, das V von R ist positiv, bei R gegen unendlich geht es gegen 0 und bei R gegen 0 geht es hyperbolisch gegen Plus unendlich. Das schaut also so aus. Das ist proportional zu 1 durch R, der Verlauf der potenziellen Energie einer solchen Probeladung Q im Feld einer Punktladung Groß Q. Bei Annäherung an diese felderzeugende Ladung, dann ist R gleich 0, wächst das V über alle Grenzen, woraus Sie gleich wieder sehen, was ich vorher schon gesagt habe, das wäre keine gescheite Idee gewesen, wenn wir dort den Bezugspunkt hingelegt hätten. Wir müssen ihn woanders hinlegen. Und dann hätte man irgendwo hinlegen können, gleich gescheiter, man legt ihn ins Unendliche, weil dann hat man gleich den Fall, dass wenn man unendlich weit weggeht im Grenzwert, sich diese potenzielle Energie immer mehr an Null annähert, und das ist eh gescheit. Dort, wo das Feld dann eh nichts mehr ist, dann ist auch die potenzielle Energie null. Aber natürlich, es ist uns überlassen, wo dieser Bezugspunkt eben gewählt wird. Und jetzt schauen wir uns aber auch die ungleichnamigen Ladungen an. Sie sehen, also bei Annäherung steigt die potenzielle Energie. Das wird immer schwerer, weil sie die eben immer stärker abstoßen, die zwei. So ganz hin kann man gar nicht, weil die Kraft dann gegen unendlich geht.
ungleichnamige Ladungen. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass Q mal Q kleiner als 0 ist. Dann bitteschön ist das V von R aber stets kleiner als 0. Das heißt, wir werden das Diagramm jetzt so machen, dass ich da zwar V auftrage, aber hier bereits die Sache mit V gleich 0 ist. Denn wieder bei R gegen unendlich geht es gegen 0, aber jetzt von unten. Und wenn R gegen 0 geht, geht es gegen minus unendlich. Wieder hyperbolisch, schaut aber dann so aus. Also das ist proportional zu minus 1 durch R. Und da sieht man also jetzt, das ist natürlich dann anziehend und das ist auch ganz logisch, da rutscht man sozusagen in eine Potentialmulde hinein. Na, so wie der Skifahrer. Bei der Talstation hat er ja die kleinere potenzielle Energie. Deswegen rutscht er da so schön herunter. Irgendwie ist ja das sehr anschaulich mit der potenziellen Energie. Ich weiß gar nicht, warum die Leute alle finden, dass das so kompliziert ist. Das ist überhaupt gar nicht kompliziert. Das muss man einmal wirklich klar machen. Also bei Herannahen an diese Ladung wird die potenzielle Energie immer kleiner und das zieht sich auch immer stärker an letzten Endes, wenn die dann immer näher zueinander kommen, diese zwei Ladungen. Na gut, also da sehen Sie jetzt auch, was in dieser einfachen Gleichung da jetzt grafisch drinnen steht, sozusagen, diese hyperbolischen Abhängigkeiten der potenziellen Energie vom Abstand. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das war auch wichtig, aber das, was jetzt ist, ist mindestens ebenso wichtig. Wir definieren uns jetzt eine Größe, die uns also durch die ganze weitere Elektrodynamik begleiten wird, an den verschiedensten Stellen, die elektrische Spannung. Da weiß ja jeder im Prinzip, was das sein sollte, nicht? Weil die Spannung zwischen den Klemmen bei der Steckdose ist ca. 230 Volt und so. Also das ist eh klar. Aber wenn Sie jetzt genau gefragt werden, was ist das also jetzt eigentlich, diese elektrische Spannung, dann wissen Sie das vielleicht gar nicht. Das ist oft so. Auch bei der Energie, wenn Sie irgendjemanden fragen, was ist die Energie, na, das ist eh klar, das ist das, was man sparen muss. Nicht? Aber was es wirklich ist, na, wer kann das dann sagen? Na, Sie kennen es schon, nicht? Das, wir haben ja schon über die Energie gesprochen. Aber so ist es jetzt also auch mit der Spannung. Und die hat also sehr viel mit der Energie zu tun. Also wir schauen uns an, was ist die elektrische Spannung. Der Konnex zur potenziellen Energie kommt gleich. Aber jetzt sprechen wir einmal über die elektrische Spannung. Wenn wir ein elektrisches Feld haben und in dem elektrischen Feld, das kann also so ein Feld einer Punktladung sein oder irgendein Feld, zum Beispiel eben im Inneren eines Kondensators oder was auch immer. Wenn man ein elektrisches Feld hat, dann ist es oft sinnvoll, zwei Punkte da drinnen zu betrachten. Das kann bei einem Kondensator zum Beispiel ein Punkt auf der einen Kondensatorplatte und ein anderer Punkt auf der anderen Kondensatorplatte sein. Und dazwischen ist das Feld. Aber irgendwelche anderen zwei Punkte tun es auch. Und wenn jetzt an einem dieser Punkte sich eine Probeladung, klein q, befindet, dann kann man ja sagen, jetzt möchte mich interessieren, was für eine Arbeit muss ich verrichten, um diese Probeladung von dem einen Punkt zu dem anderen Punkt hinzubewegen. Und das ist eine wichtige Größe zur Beschreibung dieses elektrischen Feldes. Und diese Arbeit, bezogen auf die Einheit der Ladung, also bezogen auf die Ladungseinheit, das nennen wir die elektrische Spannung. Die elektrische Spannung ist also U, wir nennen sie U1,2 zwischen zwei Punkten, ist also nichts anderes als 1 durch Q mal das Integral.
vom einen Punkt P1 zum anderen Punkt P2 FdR, also die Arbeit, das ist das Integral FdR pro Ladungseinheit. Und jetzt, nachdem diese Ladung, dieser Probeladung ja konstant ist, ziehen wir es hinein und haben da drinnen dann F durch Q. Und F durch Q, was ist denn das? Die elektrische Feldstärke. Kraft pro Ladungseinheit. Haben wir gestern gleich am Anfang definiert. Also bleibt da stehen, Integral von P1 bis P2, F durch Q, dr-Pfeil. Und dementsprechend ergibt sich dann die Definition in der Form, U1,2 ist gleich Integral von P1 bis P2, E-Pfeil dr. Und Sie können sich, wenn Sie gefragt werden, was ist die elektrische Spannung, sehr leicht merken, das ist die Arbeit, die in einem elektrischen Feld verrichtet wird, wenn man von einem Punkt zu einem anderen geht, pro Ladungseinheit. Die Feldstärke ist die Kraft pro Ladungseinheit. Die Spannung ist die Arbeit pro Ladungseinheit. Ja? Es geht nur um dieses pro Ladungseinheit. Wenn Sie sich denken, ja mein Gott, der Pingelig, ob man da jetzt sagt, pro Ladungseinheit oder nicht, aber das ist ja nicht wahr. Denken Sie zum Beispiel an den Begriff der Geschwindigkeit und an den Begriff der Wegstrecke. Na, jeder weiß, eine Wegstrecke ist eine Wegstrecke und eine Geschwindigkeit ist ganz was anderes. Na, die Geschwindigkeit ist aber nur Wegstrecke pro Zeiteinheit. Auf dieses Pro kommt es immer ganz wichtig an. Wenn es nur einen Weg haben, dann ist es halt eine Distanz. Dagegen eine Geschwindigkeit ist Weg pro Zeit. Und da haben wir dann zum Beispiel eben die die Kraft ist eine Kraft, aber die Feldstärke ist Kraft pro Ladungseinheit. Und die Spannung ist Arbeit pro Ladungseinheit. Eine ganz wichtige Unterscheidung. Also Sie sehen, das ist die Spannung. Zwischen den Punkten P1 und P2. Damit wir das umformen können, in eine Form bringen, die insbesondere in der Elektrostatik sehr wichtig ist, wollen wir jetzt auch die potenzielle Energie, dieses V, auf die Ladungseinheit beziehen. Und das nennen wir jetzt das elektrische Potenzial. Das ist ja etwas, was immer sehr mysteriös ist. Was ist das elektrische Potenzial? Und eine Kondensatorplatte ist auf einem Potenzial und die andere auf einem anderen Potenzial. Was soll das? Ganz einfach. Das elektrische Potenzial ist die potenzielle Energie pro Ladungseinheit. Na, das kann man sich da merken, dass man sich da immer auf die Ladungseinheit bezieht. Das ist alles. Also definieren wir uns das elektrische Potenzial. Dieses elektrische Potenzial ist eben nur definiert wieder als potenzielle Energie pro Ladungseinheit, da steht die potenzielle Energie, Integral von P bis P0 FdR. Na, jetzt brauche ich das nicht mehr so toll vorrechnen. Wenn Sie es pro Ladungseinheit nehmen, dann steht da V durch Q und da machen wir F durch Q und F durch Q ist doch wieder E, die elektrische Feldstärke, Kraft pro Ladungseinheit. So haben wir das Integral von P bis P0, EdR ist das elektrische Potenzial. Und das bezeichnen wir mit Phi, aber jetzt ohne Haxeln. Phi an der Stelle P
ist gleich, so wie dort, nur pro Ladungseinheit gerechnet, Integral von P bis P0 E Pfeil dr Pfeil. Und das ist die potenzielle Energie pro Ladungseinheit. Und das ist die Arbeit pro Ladungseinheit. Ja? Was hat das miteinander zu tun? Sehr einfach. Wenn wir uns in einem konservativen elektrischen Feld befinden, das ist in der Elektrostatik der Fall, zum Beispiel bei Induktionsvorgängen mit zeitabhängigen elektrischen und magnetischen Feldern nicht mehr der Fall. Dort treten nämlich elektrische Feldwirbel auf. Das kommt schon noch, eins nach dem anderen. Dort hat man kein konservatives elektrisches Feld. Dort geht das jetzt nicht, was ich Ihnen zeige. Das ist aber ganz wichtig, dass ich Ihnen das gleich jetzt erkläre, wo die Einschränkungen sind. Aber für den Fall der Elektrostatik sind die elektrischen Felder konservativ. Also für konservatives elektrisches Feld erhalten wir jetzt einen Ausdruck für die Spannung. Wir können die Spannung in folgender Weise berechnen. Dieses U1,2 ist ja generell, so wie es hier definiert ist, das Integral von P1 bis P2 E dr. Diese Definition geht immer, auch für nicht konservative elektrische Felder. Hier bei der Definition mussten wir nicht voraussetzen, dass dieses elektrische Feld ein konservatives Feld ist. Aber jetzt die Umformung, die wir jetzt durchführen, die setzt voraus, dass wir ein konservatives Feld haben. Denn wir können jetzt in folgender Weise vorgehen. Wir können dieses Integral umschreiben. Dazu mache ich eine Skizze dazu. Da haben wir zum Beispiel den Punkt P1 und den Punkt P2. Und die Spannung U1,2 ist also dieses Integral EDR längs einer Verbindungsstrecke. Das kann irgendeine Verbindungskurve sein. Von P1 nach P2. Und wenn das elektrische Feld nicht konservativ ist, hängt es auch davon ab, wie genau diese Bahnkurve ausschaut. Wenn es aber ein konservatives Feld ist, dann kann ich auch irgendeinen anderen Weg wählen. Denn erinnern Sie sich, in konservativen Feldern ist die Arbeit und daher auch die Arbeit pro Ladungseinheit unabhängig vom konkreten Verlauf der Bahnkurve. Und wenn ich also jetzt ein konservatives elektrisches Feld habe und zum Beispiel hier einen Bezugspunkt P0 festgelegt habe, auf den ich mich dann immer beziehe beim Berechnen der potenziellen Energie in diesem konservativen Feld, dann kann ich auch einen Umweg machen, um von P1 zu P2 zu gehen. Ich gehe zuerst zu P0 und dann weiter zu P2. Und ich komme aufs gleiche Ergebnis, weil es eben ein konservatives elektrisches Feld ist und es nicht darauf ankommt, welchen Weg ich wähle. Daher kann ich ja so einen Umweg machen. Das wird Ihnen jetzt wahrscheinlich irgendwie komisch erscheinen. Aber Sie werden gleich sehen, was dabei herauskommt. Dieses U1,2, die Arbeit pro Ladungseinheit am Weg von P1 bis P2, kann ich daher auch umschreiben in zwei Teilstrecken. Ich kann schreiben, dass das das Integral von P1 bis P0
EdR plus das Integral weiter von P0 bis P2. EdR. Und jetzt müssen wir uns nur anschauen, was steht denn da eigentlich? Dieses Potential Phi war definiert als das Integral von P bis P0 EdR. Na schauen Sie, da haben wir so ein Integral von P1 bis P0 EdR. Das ist also das V am Punkt P1. Und da drüben steht Integral von P0 bis P2 EdR. Durch Vertauschung der Grenzen wird das Minus und man kriegt Minusintegral von P2 bis P0. Na, das ist aber V Phi bei Phi. Das wollten Sie jetzt gerade sagen wahrscheinlich. Stimmt's? Ich habe mich verschrieben. Danke. Was ist das? Minus Phi von P2. Ja? Also Phi von P1 ist Integral von P1 bis P0, so wie es da steht. Dieses Integral formen wir um, indem wir die Grenzen umändern, also austauschen. Dann haben wir Minusintegral von P2 bis P0 und das ist das Phi von P2. Und man kriegt damit eine wichtige Beziehung. Die Spannung zwischen den Punkten 1 und 2 in dem elektrischen Feld ist Phi von P1 minus Phi von P2. Und wie man es dann oft hört und es klingt einem in den Ohren, Spannung ist Potentialdifferenz. Die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten in einem elektrischen Feld ist die Differenz der Potentialwerte in diesen beiden Punkten. Aber, meine Damen und Herren, das gilt nur für konservative elektrische Felder. Und das sind keine ganz ausgefallenen Spezialfälle, wo das einmal nicht der Fall ist, sondern in vielen Fällen, wenn es sich um zeitabhängige Vorgänge handelt, was aber in der Statik noch nicht der Fall ist, haben wir elektrische Felder, die nicht konservativ sind. Wenn also durch Induktion in einem Leiterkreis eine Spannung induziert wird, haben Sie vielleicht schon was davon gehört, dann ist das eine elektrische Spannung, die sich nicht als Potentialdifferenz darstellen lässt, weil der Leiterkreis ist ja in sich geschlossen. Und man hat einen elektrischen Feldwirbel, der dann dort zu einer Spannung führt. Man kann zwar dieses Integral EdR bilden, es aber dann nicht als Differenz von Potentialwerten darstellen, weil in einem Wirbelfeld eine potenzielle Energie gar nicht definierbar ist, weil ein Wirbelfeld eben kein konservatives Feld ist. Das ist mir sehr wichtig, dass ich Ihnen das an dieser Stelle klar mache. Also diese oft gehörte Definition, ja, elektrische Spannung, das ist nichts anderes als die Potentialdifferenz. Abgesehen davon, dass es dann wieder oft schwer ist, dann zu hören, und was ist jetzt eigentlich ein Potential? Ja, das ist kompliziert. Also wir haben das, glaube ich, alles hier geklärt, aber Spannung ist allgemeiner definiert, so wie ich es Ihnen hierher geschrieben habe, als Arbeit pro Ladungseinheit. Aber für den Fall eines konservativen elektrischen Feldes kann man diese Arbeit als Differenz potenzieller Energien und daher die Arbeit pro Ladungseinheit als Differenz von Potenzialen herschreiben. Die Spannung ist eine Arbeit pro Ladungseinheit, das Potential ist eine potenzielle Energie pro Ladungseinheit. Und in der Art und Weise schließt das, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, unmittelbar an die Ihnen ja sicher noch nicht ganz wieder in Vergessenheit geratene Mechanik. Wir haben also hier eben eine wichtige Anwendung der potenziellen Energie.
Und da sollte ich jetzt vielleicht noch aufschreiben, was denn die Einheit der Spannung ist. Naja, als Arbeit pro Ladungseinheit würde man jetzt einmal sagen Joule pro Coulomb. Joule ist die Einheit der Arbeit, Coulomb die Einheit der Ladung. Aber so bezeichnet man es üblicherweise nicht, sondern man sagt Volt dazu, was Ihnen ja nicht unbekannt sein wird. Und wieso dieses Volt jetzt so heißt, wie es heißt und wie das mit anderen elektrischen Größen zusammenhängt, dafür haben wir jetzt noch zu wenig. Aber man kann das dann sehr leicht umformen und diejenigen unter Ihnen, das sage ich jetzt nur in Parenthese dazu, die da schon ein bisschen mehr wissen, die wissen, dass man also diese Joule als Wattsekunden aufschreiben kann und Watt ist Volt mal Ampere mal Sekunden und dividiert durch Coulomb, das ist Ampere-Sekunden, fällt das weg und es bleibt Volt über. Und wenn Sie das jetzt nicht verstanden haben, dann vergessen Sie das gleich wieder. Wir machen das alles noch genauer. Nur vielleicht einige von Ihnen, die schon ein bisschen mehr Background haben, werden Sie jetzt denken, ah ja, natürlich, das ist eh klar. Okay, also Volt ist die Bezeichnung der Einheit der elektrischen Spannung und daher natürlich auch eine Einheit des Potentials, weil ja die Spannung in dem Fall eben hier auch als Differenz von Potentialen aufgeschrieben werden kann. Jetzt kommt aber etwas, was uns dazu führt, warum wir das Ganze ursprünglich uns angetan haben. Nämlich, wir wollten ja ursprünglich davon ausgehen, dass man diese Gleichung da oben, Divergenz E gleich Rho durch Epsilon 0, diese Maxwell-Gleichung lösen können wollen. Da sind wir noch nicht ganz so weit, aber es fehlt nicht mehr viel. Wir haben nämlich jetzt noch einen Zusammenhang herzustellen. Zwischen der Feldstärke E und dem Potential Phi. Na gut, da werden Sie sagen, er steht ja schon da. Dieses Integral EdR, das ist eben das Phi. Aber da gibt es noch einen einfacheren Zusammenhang, der sich besonders gut eignet, elektrische Felder zu beschreiben. Und dieser Zusammenhang, den brauchen wir gar nicht herleiten jetzt, denn wir kennen bereits einen entsprechenden Zusammenhang aus der Mechanik. Da haben wir doch die Kräfte einerseits und die potenziellen Energien andererseits. Wie hängt denn F und V miteinander zusammen laut Mechanik? Das ist jetzt nicht als Prüfung gedacht, sondern dass Sie es halt herausholen aus Ihrem Gedächtnisspeicher sozusagen. F und V, was gibt es denn da für einen besonders einfachen Zusammenhang? Minus Gradient V. Wird Ihnen sicher nicht ganz in Vergessenheit geraten sein. Die Kraft F ist gleich dem negativen Gradienten der potenziellen Energie V. Das hatten wir laut Mechanik. Und diejenigen, die als Quereinsteiger jetzt im Sommersemester neu eingestiegen sind, naja gut, das müssen Sie sich halt im Buch in der Mechanik nachschlagen, woher das kommt. Gewisse Dinge muss ich einfach aufgreifen aus dem ersten Teil unserer Vorlesung. Dafür ist es ja so aufgebaut, dass man das eine mit dem anderen irgendwie weiterführen kann. Na gut, wenn also F gleich minus Gradient V ist, ist irgendjemand unter Ihnen, dem das ganz schleierhaft ist jetzt? Sagen Sie es ehrlich. Erinnern Sie sich schon daran, dass es sowas gegeben hat. Gut. Na, dann ist es ja jetzt eine einfache Sache hier, beide Seiten auf die Ladungseinheit zu beziehen. Die Kraft pro Ladungseinheit ist die elektrische Feldstärke. Die potenzielle Energie pro Ladungseinheit ist das elektrische Potenzial. Also einfach Division durch die
Ladung klein q durch die Ladung der Probeladung. Ergibt E-Pfeil ist gleich minus Gradient des elektrischen Potentials Phi. Und das ist natürlich was unerhört Praktisches, weil man eben jetzt sagen kann, wenn ich ein elektrostatisches Feld habe, wo ich ja an sich, wenn ich das voll beschreiben will, drei Komponenten der elektrischen Feldstärke als Ortsfunktionen kennen muss, na, dann kann ich hergehen und kann sagen, ich kann mir das zugehörige Potential suchen und jetzt brauche ich nur mehr eine skalare Funktion als Ortsfunktion kennen, bilde den Gradienten und habe schon das ganze elektrische Feld gewonnen. Also andererseits, wenn man also das Feld beschreiben möchte oder ableiten möchte, braucht man nicht ein ganzes Vektorfeld, sondern man braucht eigentlich nur ein skalares Feld gewinnen. Und das werden wir jetzt schauen, ob wir das mit dieser Differentialgleichung da oben hinkriegen werden. Jetzt können wir übrigens noch etwas anschauen. Wenn diese Beziehung gilt, E ist minus Gradient Phi, dann erkennen wir hier gleich daraus die Einheit der elektrischen Feldstärke. Natürlich, wir haben sie ja definiert als Kraft pro Ladungseinheit. Das ist dann Newton pro Coulomb, aber so schreibt es auch niemand auf. Sondern jetzt sieht man, das ist Gradient Phi. Phi, haben wir gesagt, hat dieselbe Einheit wie U und die Einheit bezeichnen wir als Volt. Und der Gradient, da wird ja nach einer Längengröße differenziert. Das heißt, das hat die Einheit Volt pro Meter. Und das ist auch die gängige Einheit für die elektrische Feldstärke, eben in einem elektrischen Feld. Und den Gradienten schreibe ich zur Sicherheit noch einmal her, damit also da nichts Unaufgeräumtes bleibt. Der Gradient einer solchen Größe Phi, das ist ein Vektor d phi nach dx1, d phi nach dx2 und d phi nach dx3. Das ist einfach der Gradient. Wenn man das phi hat als Ortsfunktion, macht man diese drei partiellen Ableitungen, das ist wirklich keine Sache, und hat schon die drei Komponenten von Gradient phi. Und minus Gradient Phi ist dann bereits der elektrische Feldstärkevektor. Nun, dieses Potential Phi, das möchte ich schon vielleicht noch einmal erwähnen, hängt natürlich von der Wahl des entsprechenden Bezugspunktes ab, genauso wie eine potenzielle Energie. Wenn ich den Bezugspunkt ändere, dann werde ich diese potenzielle Energie oder das Potential um einen festen, konstanten Betrag ändern. Und das spielt aber hier keine Rolle. Weil da geht es ja nur um die Ableitung nach den Ortskoordinaten. Wenn dieses Potential Phi durch eine andere Wahl des Bezugspunktes um einen konstanten Term sich verändert, dann fällt der beim Differenzieren ja weg. Wenn man eine Konstante differenziert, ist das ja Null. Das heißt, das ändert dann natürlich nichts, wie sie auch nicht darf, an der elektrischen Feldstärke. Man hat also da eine gewisse Freiheit bei diesem Potential, so wie auch bei der potenziellen Energie. Man kann sie um konstante Summanden verändern und es ändert sie weiter nichts. Man hat dann halt nur den Bezugspunkt verändert. Aber der Gradient bleibt, was er ist, und damit auch die elektrische Feldstärke. So, kurze Unterbrechung. Ist das, was bis jetzt hier an der Tafel steht, für Sie übersichtlich? Oder haben Sie dazu noch irgendwelche klärenden Fragen, die Ihnen jetzt irgendwie noch am Herzen liegen? Na, wenn das nicht so ist, dann können wir jetzt weitergehen.
und können diese Sache anwenden auf diese Maxwell-Gleichung. Allerdings möchte ich schon noch, damit ich das Ganze irgendwie abrunde, vorher diese allgemeinen Beziehungen, die jetzt vielleicht für Sie etwas blutleer erscheinen, mit denen man noch nicht wirklich viel anfangen kann an der Stelle, wieder anwenden auf den Spezialfall des Feldes einer felderzeugenden Ladung Groß Q. Nur das Einzige, was wir haben bis jetzt, wir haben in Wirklichkeit nichts anderes fürs wirkliche Rechnen, als das, was ich da hergezeichnet habe, diese Ladung Q, die sich umgibt mit so einem zentralsymmetrischen Feld. Und das verwenden wir heute jetzt auch wieder, um uns das auszurechnen. Naja, und da kommen wir dann sofort zum Beispiel eben auf das Potential in der Umgebung von dieser felderzeugenden Ladung. Aber das Potential ist ja nichts anderes als potenzielle Energie pro Ladungseinheit. Die potenzielle Energie in der Umgebung einer Punktladung steht dort pro Ladungseinheit der Probeladung. Muss ich durch klein q dividieren und das ist ja ganz leicht, bleibt stehen 1 durch 4 Pi Epsilon 0 groß Q durch R. Und Sie sehen jetzt, dieses Potential beinhaltet nur mehr Größen, die mit dem Feld zusammenhängen. In der potenziellen Energie steht ja noch das klein q der Probeladung drin. Nämlich irgendeine andere Probeladung, eine doppelt so große wie da das V doppelt so groß. Aber da mache ich es ja pro Ladungseinheit. Da hat man jetzt nur mehr eine Größe, die charakteristisch ist für das Feld. Also das Feld, das elektrische Feld, also zu beschreiben gestattet. Und wieder schreibe ich daher, damit es klar ist, Bezugspunkt im Unendlichen. Denn wenn man mit R gegen Unendlich geht, dann geht auch dieses Potential gegen Null, also wird im Unendlichen der Bezugspunkt sein, weil am Bezugspunkt ist ja die potenzielle Energie und daher auch das Potential gleich Null. Na und dementsprechend kriegen wir hier dann auch einen Ausdruck für die Spannung U1,2 zwischen zwei Punkten in diesem Zentralfeld rund um die felderzeugende Ladung Groß Q. Naja, ganz leicht. Naja, da haben wir ja so, wie es da steht. Wir brauchen nur die allgemeinen Beziehungen jetzt mit Leben erfüllen. U1,2 ist Phi von P1 minus Phi von P2 und dementsprechend schreiben wir da also jetzt Phi von P1, das ist also Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal 1 durch R1, wann also der Punkt P1 sich im Abstand R1 von der Punktladung Groß Q befindet und natürlich dann minus Phi von P2, das ist also dann wieder 1 durch Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal 1 durch R2 haben wir minus 1 durch R2. Und da hat man also schon handhabbare Formeln, um sich wirklich Potenziale und Spannungen auszurechnen. Sie können sich also schon konkret jetzt, und da sind jetzt keine Gradienten, Integrale oder sonst irgendwelche mysteriösen Sachen drin, sondern Sachen wirklich nur mehr zum Ausrechnen. Sie können sich also die Spannung zwischen zwei Punkten in dem Feld einer solchen Punktladung Q sofort ausrechnen. Es kommt auch nur auf die Abstände R1 und R2 von dieser Punktladung jeweils an. Damit kann man sich ausrechnen, wie groß also die Arbeiten sind, wenn man sich da in dieser Punktladung, in diesem Feld der Punktladung bewegen möchte.
Also nachdem ich Ihnen jetzt hoffentlich mit diesen einfachen Gleichungen gezeigt habe, dass das alles ja in Wirklichkeit nicht so kompliziert ist, sondern sich unmittelbar leicht anwenden lässt, möchte ich jetzt insbesondere diese Beziehung E minus Gradient Phi quasi verheiraten mit dieser Maxwell-Gleichung da oben. Denn man kann ja jetzt dieses E, die elektrische Feldstärke, dargestellt als minus Gradient Phi, da oben einsetzen. Dieses E, Divergenz E ist Rho durch Epsilon 0. Also wir setzen ein. Einsetzen des Potentialansatzes in die Maxwell-Gleichung. Entschuldigen Sie, dass ich den armen Maxwell immer so abkürze, aber der kommt so oft vor. Das ist eine Ehre für ihn, dass mx genügt und man weiß schon, dass es nur der Maxwell sein kann. Ne? So weit müssen Sie es erst einmal bringen, dass man nur zwei Buchstaben hinschreibt und die ganze Welt weiß, was gemeint ist. Ne? Also bei Maxwell ist das so. Na ja. Divergenz E ist Rho durch Epsilon 0. Divergenz von minus Gradient Phi ist gleich Rho durch Epsilon 0. Na, da kommt jetzt die Frage, was ist die Divergenz eines Gradienten? Zuerst einmal, kann man das überhaupt? Natürlich kann man das, weil der Gradient bezieht sich auf eine skalare Größe, daraus wird ein Vektor, so wie ich Ihnen das da gerade aufgeschrieben habe, und die Divergenz bezieht sich wieder auf ein Vektorfeld und es wird daraus was Skalares. Und da steht wirklich ein Skalar natürlich auf der rechten Seite, Rho durch Epsilon 0. Das passt also. Na, und jetzt will ich das also nicht irgendwie für Sie da vorführen, das sollten Sie, wenn Sie sich einmal 5 Minuten Zeit nehmen können, 5 Minuten hat man schon manchmal, sich hinsetzen und dieses Divergenzgradient wirklich ausrechnen. Denn ich schreibe das noch her. Die Divergenz von einem Vektor V-Pfeil ist gleich dv1 nach dx1 plus dv2 nach dx2 plus dv3 nach dx3. Das hatten wir ja auch gestern, da habe ich es auch hingeschrieben, im Zusammenhang mit der Darstellung des Gaußschen Integralsatzes. Da kommt ja auch eine Divergenz drin vor. Und wenn man jetzt da diese v1, v2, v3 von da nimmt und das einsetzt, das können Sie wirklich leicht machen, dann kommt also heraus, dass die Divergenz eines Gradienten von Lambda geschrieben werden kann, ganz einfach, als, also schreiben wir jetzt nicht Lambda, sondern schreiben wir gleich Phi, weil es soll ja wieder ein Phi herauskommen. Wozu soll man da zu viel verschiedene Buchstaben verwenden? Divergenz von Gradient Phi kommt heraus, das ist ein Delta Phi. Und das Delta Phi, das ist wieder definiert als d2 Phi nach dx1 Quadrat plus d2 Phi nach dx2 Quadrat plus d2 Phi nach dx3 Quadrat. Der Laplace-Operator, entsprechend der berühmten Laplace, Differentialgleichung, wo der vorkommt. Da wetterleuchtet natürlich die Mathematik ständig herein. Aber ohne die geht das sowieso nicht. Wir müssen ja unser Werkzeug bei der Hand haben, sonst können wir ja nicht damit umgehen. Also diese Dinge braucht man einfach. Da habe ich Ihnen jetzt nur so ein paar so kleine Werkzeughilfen, halt sozusagen den Werkzeugkasten aufgebreitet, damit wir das, was wir brauchen, halt haben. Na, aber jetzt sieht man dann sofort, was damit herauskommt.
Wir schließen hier an und kriegen also damit, dass Divergenzgradient phi gleich minus rho durch epsilon 0 ist und Divergenzgradient ist Delta. Delta phi ist gleich minus rho durch epsilon 0. Und das ist bereits eine ganz wichtige Grundgleichung der Elektrostatik, die sogenannte Poisson-Gleichung. Und das sehen Sie jetzt, die hat jetzt einen großen Vorteil gegenüber dieser Maxwell-Gleichung da oben, die allerdings viel allgemeiner ist. Das ist jetzt alles nur für einen Fall, wo man Potenziale einführen kann, so skalare, einfache Potenziale. Und dazu müssen wir ein konservatives elektrisches Feld voraussetzen. Dann haben wir also Delta Phi ist minus Rho durch Epsilon 0. Das geht also de facto für zeitunabhängige Fälle. Na gut, wie gesagt, Elektrostatik, so heißt ja die Überschrift. Wir sind bei statischen Situationen und statisch heißt zeitunabhängig. Es kommt ja nirgends die Zeit vor bei all dem, was wir da aufschreiben. Alles ist zeitunabhängig. Also an sich Urfahrt, nicht? Aber zunächst einmal ist das schon ganz gut, dass man sich da vieles klar macht, dass das dann alles sich noch zeitlich verändern kann. Na, da wird es umso spannender. Das kommt dann anschließend. Also diese Poisson-Gleichung ermöglicht es jetzt, durch ihre Lösung bei vorgegebenen Ladungsdichten sich eine skalare Ortsfunktion als Lösung zu ermitteln. Und das ist also eine von den Gleichungen, wo sich die Mathematiker seit Generationen mit besonderer Freude darüber gestürzt haben. Und da gibt es also eine Unzahl verschiedener analytischer und numerischer Lösungsmethoden. Und man kann für die unterschiedlichsten Anfangsbedingungen, Randbedingungen und Ladungsverteilungen da die zugehörigen Potenziale ausrechnen. Und wenn man die hat, ist man fertig. Weil man braucht dann nur mehr den Gradient von diesem Potenzial ausrechnen und hat bereits die elektrische Feldstärke für die jeweilige Situation ermittelt. Also das ist der Vorteil dieser Gleichung. Naja, und wenn man aber jetzt außerdem, was ja häufig der Fall ist bei praktischen Anwendungen, einen ladungsfreien Raum hat, für ladungsfreien Raum, also wenn sich zum Beispiel Felder im Vakuum ausbreiten oder ein Kondensator ist vorhanden und zwischen den Platten des Kondensators befinden sich keine anderen Ladungen, dann haben Sie einen ladungsfreien Raum. Im ladungsfreien Raum ist es Rho, also 0, und dann degeneriert diese Gleichung weiter, so Delta Phi ist gleich 0. Das ist dann natürlich eine besonders einfache Gleichung. Das ist die Laplace-Gleichung. Nach dieser Laplace'schen Gleichung ist dieser Operator als Laplace-Operator bezeichnet worden. Das ist der Laplace-Operator, der sich also insbesondere in der Laplace-Gleichung hier wiederfindet. Also die Poisson-Gleichung ist die allgemeine Grundgleichung der Elektrostatik für den Fall ladungsfreien Raums, reduziert sie sich zur Laplace-Gleichung. Diese zwei Gleichungen sind die Grundgleichungen der Elektrostatik. Ganz wichtige Grundgleichungen. Also damit haben wir, glaube ich, vieles gewonnen. Die letzten paar Minuten möchte ich noch dazu verwenden, Ihnen zu zeigen, dass wir mit diesen Grundgleichungen natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungsfällen rechnen können. Insbesondere, und das zeige ich Ihnen gleich mit Hilfe von Diagrammen, kann man sich jetzt anschauen, wie werden denn
verschiedene Felder tatsächlich aussehen. Schauen wir uns einmal an, das Feld einer positiven, einer einzelnen positiven Ladung. Da haben Sie schon an der Tafel gesehen, das sind so radial nach außen laufende Feldlinien und die Richtung zeigt an für die positive Ladung, dass nach außen gerichtet die Feldstärkevektoren sind. Aber außerdem sind hier strichliert Kreise eingetragen, das soll im Dreidimensionalen dann Kugeln entsprechen, konzentrische Kugeln. Das sind dann sogenannte Äquipotentialflächen in der Umgebung einer solchen felderzeugenden Punktladung, weil ja das Potential, wie wir uns hier ausgerechnet haben, nur von R abhängig ist. Wenn Sie einen bestimmten Abstand R wählen, ist das Potential immer konstant. Also in einem bestimmten Abstand haben Sie dann eine ganze Kugelfläche mit konstantem Potential und da mit einem anderen konstanten Potential. Das sind sogenannte Äquipotentialflächen oder Niveauflächen des elektrischen Potentials. Das Gleiche geht auch für eine negative Ladung. Nur da haben Sie es jetzt so, dass die natürlich alle nach innen zeigen, diese Feldstärkevektoren. Das ist daher auch eine Senke des elektrischen Feldes, aber wieder gibt es entsprechende Äquipotentialflächen als konzentrische Kugeln. Aber was ich eben jetzt andeuten wollte, wir können natürlich mit diesem Formalismus, den wir hier haben, auch mehr als eine Ladung betrachten. Und wenn wir zum Beispiel das Feld zweier ungleichnamiger Ladungen betrachten. Selbst bei zwei Ladungen wird die Geschichte schon deutlich komplizierter. Aber wesentlich ist, wir haben wegen der Linearität dieser Grundgleichungen hier, das sind zwar partielle Differentialgleichungen, aber es kommen keine Quadrate oder sowas vor. Es sind lineare Gleichungen. Deswegen werden, wenn wir mehrere Ladungen haben, sich die Felder auch linear superponieren, also überlagern lassen. Und wenn man zum Beispiel an dieser Stelle einen Kraft- oder Feldanteil von der einen Ladung und einen von der anderen Ladung haben, dann ergibt sich die Vektorsumme zur Gesamtsumme der Kraft- und pro Ladungseinheit auch des elektrischen Feldes, der Feldstärke. Und wieder sind hier die Feldlinien als Tangentialkurven an die Feldstärkevektoren eingetragen. Und schauen Sie, da kommen schon ganz komplizierte Linien heraus, da, nicht? Die so von der positiven zur negativen Ladung hinüberreichen. Sie haben dann schon ein Feld, das sozusagen zusammengeklammert ist. Und die Äquipotentialflächen werden auch ein bisschen komplizierter. Das sind jetzt nicht unbedingt nur mehr Kugeln, sondern so geschlossene Flächen rund um die eine und rund um die andere Ladung, so wie sie hier angedeutet sind. Das ist für ungleichnamige Ladungen, die einander anziehen. Wenn man jetzt andererseits gleichnamige Ladungen betrachtet, schaut die Geschichte noch, finde ich, etwas komplizierter aus, obwohl das immer noch einfach ist, nicht? Da haben Sie also da eine Plusladung und noch eine Plusladung. Hier gibt es also eine Probeladung, da eine Kraft herrührend von der, eine Kraft herrührend von der. Die Summenkraft sehen Sie hier, tangentiell daran hier eine Feldlinie. Die mögen einander nicht, die stoßen einander ab. Dementsprechend vereinigen sich da die Feldlinienbilder nicht so, sondern Sie haben hier dazwischen so einen Verlauf, wie man hier erkennen kann. Und die Äquipotentialflächen sind ganz eigenartige, so hundeknochenartige Flächen, bis hin zu so einer speziellen, einem Hundeknochen, der in der Mitte schon zerbricht sozusagen. Und wenn man noch weiter geht, haben sie dann natürlich so kugelförmige Flächen da hier. Und das ist so eine Grenze
die da dazwischen liegt. Also Sie sehen schon, selbst bei zwei Ladungen wird die Geschichte schon deutlich komplizierter. Im Allgemeinen hat man es dann mit vielen Ladungen zu tun. Und da ist es dann eben so, dass man bei einem System mit vielen Ladungen, man sich ganz einfach dann das Potenzial für eine Ladungswolke aus vielen einzelnen Punktladungen aufschreiben kann, einfach als Summe über lauter Potenziale von den einzelnen. Und da haben wir dann dieses 1 durch 4 Pi Epsilon 0, das gilt für alle. Und dann hat man Q durch R, aber dann hat man verschiedene Q. Und man muss über alles summieren. Summe über I, da hat man ein Q1, ein Q2, ein Q3 an verschiedenen Orten. Und wir haben dann entsprechend eine Summe über I oder eine Summe über das ganze Volumen V. Und da steht drinnen dann Groß Q, das sind die felderzeugenden Ladungen, QI. Und dann steht im Wesentlichen dann drunter, der Abstandsvektor zu dem Beobachter am Punkt P. Und das ist dann nichts anderes als ein Betrag zwischen dem Ortsvektor des Punktes P und den Ortsvektoren der einzelnen Ladungen. Da ist der Ursprung, da ist der Ortsvektor des Punktes P und da sind die Ortsvektoren der einzelnen Ladungen. Und mit einer derartigen Darstellung kann man dann grundsätzlich auf der Basis dieser Poisson-Gleichung auch Felder von ganz allgemeinen Ladungsverteilungen berechnen. Wir werden den Weg jetzt nicht beschreiten im Weiteren, sondern wir werden einige einfache Ladungsverteilungen in der nächsten Vorlesungsstunde, also am Montag, besprechen und werden... besprechen und Sie werden sehen, dass man mit relativ einfachen Mitteln, insbesondere mit dem Gaußschen Gesetz, viel Information über die Felder verschiedener Ladungsverteilungen gewinnen kann. Aber das wird nicht am Montag passieren, weil am Montag ist der Gründungstag der Universität, vor, glaube ich, 648 Jahren, also wir sind schon ganz schön lang da, und unser Stifter hat Geburtstag. Es ist nicht der Gründungstag, es ist der das weiß ich jetzt gar nicht. Ist es der Geburtstag oder ist der Gründungstag? Schauen Sie nach, steht irgendwo. Also jedenfalls ein wichtiger Tag für die Universität, da heißt am Montag vorlesungsfrei, die nächste Vorlesung ist am Dienstag, vielen Dank. Der kommt wieder. Der tolle Geschichte. Na, allerhand, der bleibt bei mir. So, jetzt hat er gesagt, er will da bleiben. Also.